UEFA-Präsident Alexander Zeferin ist von mehreren europäischen Verbänden zur Wiederwahl an der Spitze der Europäischen Fußballunion nominiert worden. Das teilte sein slowenischer Heimatverband NZS am Dienstag mit. Zeferin war im September 2016 dem Franzosen Michel Platini nachgefolgt, der von der FIFA-Ethikkommission gesperrt wurde. Zeferin erhält Unterstützung von 9 UEFA-Mitgliedsverbänden. Zeferin, 50, wurde in einem offiziellen Antrag die Unterstützung von den Verbänden aus Slowenien, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, den Färöern und Irland zugesichert. Die Wahl findet am 7. Februar 2019 in Rom statt. Nominierungsschluss ist am 7. November. Die Kandidaten benötigen die Unterstützung von mindestens 3 Mitgliedsverbänden.